Und ein herzliches Willkommen bei einem neuen Let's Play. Wir spielen No Man's Sky. Ja, ich bin mit auf den Hypezug aufgesprungen und ich dachte mir, okay, dann schaust du dir das doch mal an, das Game. Ist ein bisschen laut, wa? Okay, ich glaube, ich muss das Spiel mal ein bisschen leiser machen. Entschuldigung. Moment. Steuerung, ich mach's mal ein bisschen leiser. Well. Okay, Moment. Ja, gut, die Musik, die können wir natürlich hier so ein bisschen lassen. Soundeffekte machen wir ein bisschen runter. So. Naja, gut. Gleich vorab, ich spiele die PC-Version und da mein Prozessor natürlich nicht gerade der schnellste ist, kann es natürlich unter Umständen sein, dass wir uns, wenn wir uns über die Landschaften bewegen, es etwas ruckeln kann. Das liegt daran, dass diese Welt oder die Planeten, die werden prozedural generiert. Und das holt er sich natürlich da schön über die CPU und dann wird das schön berechnet. Daher bitte ich das zu verzeihen. Ich spiele auf höchster Auflösung. Es kann auch sein, dass ich mal testweise in den anderen Folgen das ein bisschen runterschrauben werde. Okay, aber wir werden das mal testen und ich merke gerade, es wird dunkel. Ja, was ist No Man's Sky? No Man's Sky ist eigentlich, keine Ahnung, also wir sind auf jeden Fall, keine Ahnung, kein Mensch, irgendeine Rasse. Und wir haben, haltet euch fest, über 18 Trillionen an erforschbaren Planeten. Was haben wir denn hier für einen Kollegen? Er scannt hier ein bisschen rum. Ja, auf jeden Fall, unser Ziel ist es, unser Schiff erstmal zu reparieren. Das heißt, wir müssen auch megamäßig Sachen einsammeln, also ein bisschen farmen, ne? Craften, ja, auch, also, ja, Technologie bauen und... Oh, Alter, was ist das für eine Soundkulisse? Boah, ist ja genial. Auf jeden Fall sieht das mega geil aus. Okay, gut. Hallo? Gehst du mal weg? Geh weg. Ich will nichts von dir. Ja, gut. Was ist denn unser Ziel? Wir haben einen Bergbaustrahl haben wir. Mit dem können wir schon mal hier ein bisschen rumballern. Oder beziehungsweise Sachen abbauen. Und, warte mal. Ich glaube hier Taschenlampe. Schön. Coole Sache. Dann haben wir auf Tab, haben wir, ja, da sehen wir jetzt hier so ein bisschen Sachen, was wir so machen können. Bergbaustrahl, ja, Isotop-Elemente müssen wir sammeln. Dann unser Scanner. Hallo? Nein, das wollte ich gar nicht. Ich will meinen Scanner hier. Den Scanner müssen wir reparieren. Dafür brauchen wir Kohlenstoff. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen was sammeln. Na, was haben wir hier? Analysevisier. Kritisch bestätigt. Da brauchen wir Eisen. Okay. Okay. Das heißt, wir machen uns erstmal auf den Weg und, huch, da geht's schon los. Da hackt's schon. Da musst du schon wieder die Gegend generieren. Allmächtner. Oh, ah, oh, ah, ah. Okay, Eisen, Eisen. Eisen von kleinen Felsen sammeln? Ich gucke aber jetzt erstmal hier, weil hier haben wir nämlich ein paar Kleinigkeiten. So, was haben wir denn hier? Die Realität scheint sich zusammenzufalten. In einem Augenblick sehe ich Trümmer, im anderen eine riesige rote Kugel, fast zu groß und zu hell, um sie anzusehen. Sie kennt mich in- und auswendig viel besser, als ich mich jemals selbst kennen könnte. Könnte das etwa das Gesicht der Schöpfung sein? Oder werde ich gerade erwacht und noch benommen manipuliert? Ein Name brennt sich mein Verstand an. Atlas. Und eine Bitte, wortlos geäußert. Ich soll dem Weg folgen, den dieses Wesen, der Atlas, für mich bereitet hat. Okay. Oh. Ja komm, dann machen wir mal die Führung. Achso, man muss immer Taste gedrückt halten. Ich spüre, wie mich das warme Gefühl der Anerkennung erfüllt. Ich war verloren, doch nun wurde ich gefunden. Der Atlas weiß meine Loyalität zu schützen und ich bin mir sicher, was? Verdammt, das ging so schnell. Mist. Okay, was haben wir hier? Neue Technologie. Die Ablenkzeiten des Phasenstrahles-Lasers werden erheblich reduziert. Och, hübsch. Okay, schön, nimm mal mit. Was haben wir hier? Hier haben wir gar nichts. Hier haben wir noch was. Eine Schildplatte, okay. Trümmer? Atlaspass. Hä? Was? Wo kriegen das her?
faszinierende Perle. Na toll. Und was ist hier? Isotopen. Oh, Plutonium. Aha. Okay. Teleportiere beliebige Gegenstände vom Exozug zum Raumschiff. Ja, super, das machen wir. Aber nicht jetzt. Ich brauche auf jeden Fall erstmal Eisen. Eisen von kleinen Felsen. Ach ja, guck mal. Okay, pass mal auf. Boah, mega geil. Aha, und wie viel brauchen wir dafür? Scanner reparieren. Da brauchen wir Kohlenstoff und, was? Wie viel? 45%? Plutonium. Bergbaustrahl. Ach, können wir aufladen. Aha. Und was ist das? Analysevisier. Das könnte man auch noch. Ach, schön. Repariert. Prima. Was ist das hier? Blitzwerfer. Strahlen Sigma. Okay. Und hier Scanner. Hallo? Ich möchte... Nee. Kohlenstoff brauchen wir. Okay. Kohlenstoff. Raumschiff. Was? Was soll ich reparieren? Moment. Raumschiff. Startschubdüse. Karitplatte. Da hätten wir ja eine, ne? 4 Stück brauche ich. Okay. Impulsantrieb. Da brauchen wir Zink. 2 Karitplatten. Iridium brauchen wir. Deflektorschild. Der ist in Ordnung. Was haben wir hier? Photonkanone, die ist auch in Ordnung. Was können wir denn hier machen? Basenkühlmittel. Aha. Sonst können wir hier nichts machen, oder was? Gesundheit. Überantrieb, Scan. Alle Technologien, okay. Karitplatten. Wie stellen wir denn die her? Ja, interessant. Mein Scanner geht nicht. Kohlenstoff. Okay, wir brauchen Kohlenstoff. Kohlenstoff! Ja. Also wie gesagt, ne, wenn es jetzt wie jetzt zum Beispiel ein bisschen hackelt, dann schwierig. Ich nehme mal ein bisschen Eisen mit. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich davon brauchen werde. Ach ja, genau, ich habe ein Jetpack, ist ja geil. Okay. Nee. So, wir könnten mal... Aha. Okay, Eisen sammeln, um Karitplatte herzustellen. Also wir brauchen noch ein bisschen Eisen, so sieht's aus. Ja, Eisen. Eisen. Okay, das ist tricky. Ich finde es ein bisschen schade, dass immer, wenn er dieses Biom nachlädt, das das ein bisschen leckt. Aha, jetzt kann ich Karitplatte herstellen. Stelle her. Nein, das wollte ich nicht. Wie mache ich das? E. Produkt herstellen. Ah, alles klar. Okay, dann, Produkt hergestellt. Aha. Da brauchen wir aber noch mehr. Da brauchen wir noch mal Eisen. Wie viel brauchen wir denn von denen? Jetpack. Lalala. Warte mal kurz. Raumschiff. Wir brauchen insgesamt 4 Platten. Also das heißt, wir brauchen nur ein bisschen Eisen. Oh, warte mal. Ist das nicht Kohlenstoff? Wo waren das jetzt? Hier. Warte. Nein. Wo ist denn hier das? Hä? Iridium brauchen wir doch, glaube ich, auch, ne? Oh. La 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 la, ich war's nicht. Das sind nämlich, so viel ich weiß, sind das Wächter. Wenn wir hier natürlich heiter fröhlich abbauen, dann ja. Hau ab, ich will das abbauen hier. Geh weg! Das ist doch gleich wieder der nächste, oder?
Ne? Was? Wo? Boah, geil. Gefällt mir. Ey, könntet ihr jetzt mal abhauen? Ja, schön für den Wärmeschutz. Okay, warte mal. Ich kann auch rennen, okay. Was ist denn das hier? Was ist das hier? Platin. Werden wir wahrscheinlich auch noch brauchen. Platin. Wir nehmen es einfach mal mit. Zink. Ich glaube, das können wir alles noch gebrauchen. Das sieht ja geil aus. Das ist cool. Ist der jetzt weg, der Wächter? Kann ich jetzt abbauen? Okay, pass auf. Ups. Leicht überhitzt. Oh, der Wächter kommt. Hehehe. Oh Gott, der scannt das Ding. Ich muss weg. So, was haben wir denn hier? Noch ein bisschen Eisen. Nimm mal mit. Warte mal, mein Scanner, ne? Warte mal, mein Scanner. Wo ist denn mein Scanner überhaupt? Ach nee, ich glaube, das war das Multi-Werkzeug, ne? Scanner, Kohlenstoff. Ach, Kohlenstoff brauchen wir. Das heißt, wir müssen irgendwie pflanzen oder so. Reicht das schon? Wir müssen mal gucken. So. Scanner. Jawohl, reicht. Ja, wunderbar. Gut, das passt, das passt. Was haben wir hier? Energie. Bergbaustrahl ist auch in Ordnung. Wie sieht's denn hier so aus? Isotope brauchen wir da. Okay, Jetpack brauchen wir nicht. Was brauchen wir denn dafür? Oh. Was? Nein, ich war's nicht. Bin doch mal weg. Ach, warte mal. Ah, es fängt schon wieder das Ruckeln an. Ich bin immer gerade am überlegen, ob ich vielleicht den Detailgrad vom Spiel ein bisschen runterschraube. Und, das heißt, ich würde quasi die Folge ein bisschen kürzer halten. Was mache ich jetzt eigentlich? Was ist denn das eigentlich hier für ein Ei? Keine Ahnung, was das ist. Hier ist aber ganz schön viel los, mein lieber Schwede, ey. Ach, warte mal. Geht mein Scanner eigentlich? Moment. Ach ja, geht. Boah, geil. Ich weiß nicht, ob ich dieses Emeril brauchen kann. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es neutral. Keine Ahnung. Okay, wir scannen einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Und dann sehen wir schon. Also da hinten ist mein Schiff. Und da fängt es doch schon wieder das Stocken an. Warte mal, wie ist denn dieser blöde Scanner? Wie kann ich denn... Nein, das ist Taschenlampe. Wie geht denn hier mein... Huch, nein, das ist was anderes. Ich probiere gerade mal so die Tasten durch. Ah! Wie kann ich jetzt hier... Hä? Nein, das will ich doch gar nicht. Aha, und jetzt? Kann ich das jetzt scannen? Nee. Hä, wie soll denn das gehen? Ich habe keine Ahnung. So, und dann scannen? Nein.
Mit Mausrad kann ich auch nichts machen. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Das hier? Ah! Ach, so kann man analysieren. Aha. Oh, das ist viel Eisen. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit, hätte ich gesagt. Solange hier nicht nur so ein blöder Wächter kommt. Wächter? Hallo. Cool, was haben wir denn hier? Nein, die Pflanze will ich nicht. Ich will hier den Vogel. Keine Ahnung, jetzt habe ich wahrscheinlich die Pflanze gescannt. Ich habe keine Ahnung. Was ist das hier? Plutonium! Oh! Was? Nein! Okay, warte mal. Kann ich Plutonium? Oh oh. Was? Oh oh, ich bin da mal weg. Tschüss! Lalalalalala. Nein, der verfolgt mich. Höh. Scheiße. Höh. Tschüss. Hehe. Verdammt, wo war denn das jetzt? Mist, jetzt habe ich das verloren. Das schöne Dingens hier. Da drüben. Andere Seite. Nee. Eisen? Nein, Eisen will ich nicht. Ich will das hier. Warte mal, wo war es denn jetzt? Hallo? Das war doch richtig viel hier. Bin ich jetzt blöd? Wo ist denn das? Alter, was ist denn hier los? Wo ist das ganze Plutonium? Hallo, Plutonium? Nee, das will ich nicht. Was ist denn das überhaupt? Tamium? Nein! Verdammt, wo ist denn eigentlich mein Schiff? Ich muss irgendwas... Warte mal, Kohlenstoff? Nein. Schildplatte. Kann ich die Bewegung starten, Objekte übertragen? Das müsste doch gehen, oder? Kann ich die übertragen? Ah, das geht. Schön, Eisen. Karitplatte. Platin. Was kann ich denn noch so alles übertragen? Ich wollte doch das auch mal mitnehmen hier. Tamium. Sieht gut aus. Wer weiß, das könnte man vielleicht noch gebrauchen. Hier oben. Ach nein, hier ist wieder dieser Scanner. Geh weg. Ich bin neu hier, ich darf das. Ich muss hier mal durch. Hä, bin ich jetzt blöd? Wo ist denn das? Ist das da unten? Das ist Eisen, das brauche ich nicht. So. Nee. Wo ist denn das ganze Plutonium? Mann, Alter, ich habe so viel Plutonium gesehen. Wo ist denn das alles? Das war richtig schön viel. Verdammt. Mist. Da. Wächter in der Nähe? Nein. So.
Wie kriege ich denn das weg? Ausrangieren. Bewegung starten? Nein, ich will's weg. Wie kann ich das wegmachen? Wie kann ich das? Kann ich das irgendwie wegmachen? Hallo? C oder? Nein, ich will's weg. Habe ich jetzt weg? Wie kann ich denn das ausrangieren? Was? Ich habe hier keine andere Taste. Nee. Das ist ja blöd. Ausrangieren. Zerstöre. Ja, ich will's ja wegmachen, aber ich. Bewegung starten, ausrangieren. Kann ich an der Steuerung auch was machen? Was? Maus 2? Achso. Okay, huch. Flugsteuerung, Waffenmodus. Flugsteuerung? Achso, Flugsteuerung. Maus 3, Granate werfen. Granate werfen? Habe ich auf G irgendwas? Guck gerade mal. Sieht nicht danach aus, dass ich auf G irgendwas hätte, weil dann hätte ich gesagt, wir machen das hier, Maus 3. Uff. G. Genau. So, jetzt müsste doch das eigentlich gehen, dass ich jetzt hier sage, G. Nein. Hallo? Ich dachte, das ist auch die gleiche Taste. Warte mal. Nein. Es geht nicht. Ich kann's nicht wegschmeißen. Verdammt! Wird's auch irgendwo. Hier, ich kann's nicht wegschmeißen. Verdammt! So, und jetzt schmeiß weg. Kann ich nicht. Kann ich denn nicht? Das ist schwierig. Warte mal. Vielleicht geht's so. Nein, auch nicht. Und da? Auch nicht. Hä? Ich muss mich da nochmal schlau machen. Auf jeden Fall. Ja, das war's erstmal für die erste Folge. Ich werde jetzt erstmal zum Schiff zurückgehen und mal gucken, ob ich dann irgendwie mein Schiff loskriege. Und dann muss ich nochmal. Die Details von dem Spiel ein bisschen runterschrauben, weil ich merke schon, es ruckelt manchmal sehr stark. Okay, danke trotzdem fürs Zuschauen und wäre interessant zu wissen, ob euch das Spiel gefällt und ob ihr mehr sehen wollt. Oder also ob ich es weiter Let's Playen soll, weil es ist ein sehr langwieriges Spiel, ne? Also gerade dieses Rumgefarme und Scannen und Entdecken und Forschen und ach, du lieber Himmel. Also wenn ihr Interesse habt, dann spiele ich es weiter. Und weiß ich noch nicht. Das Ruckeln geht mir ein bisschen auf den Sack. Na gut. Okay, ich bin mal dann raus und wünsche euch noch schönen Tag, schöne Nacht, schönen Abend und ja, tschüss mit euch.
PlayStation.